Hat für einen komischen Pickel, Albert. Verarbeitung Christie. Sind nur 7 dran. Komisch. Egal. Gehen wir in das nächste Gebiet. Schließe die Quest Raureifhöhle ab. Raureifhöhle. Ach so, das habe ich doch schon gemacht. Aber nur weil ich das schon mal gemacht habe, muss ich das Spiel das ja nicht merken. Besiege Itto noch mit Objekten. Gewinne, wenn du Solo spielst. Das habe ich doch gemacht. Ach nee, noch nicht, stimmt. Gewinne ohne HP-Tränke, das kann ich noch nicht versichern. Aber erstmal Solo. Das geht doch. Das kriege ich hin. Ne? Das wird schon klappen. Dazu bin ich gut genug. Ha. Starten wir es einfach. So, machen wir diesmal keine Faxen. Wir stellen uns einfach brav aufs Schiff. Wieso haben wir Sklavenketten hier dran? Das ist irritierend. Wir waren nicht brav und artig. Wir haben doch wieder Proviant zerstört. Dafür werden wir in einer eiskalten Höhle abgesetzt, die wir bereits kennen. Ja, und jetzt weiß ich auch, warum man Leben verliert. Das hat nichts mit dem Eisbären zu tun, liebe Leute. Falls ihr das auch mal gespielt habt, entweder normal oder hier auch in der Closed Beta oder wie auch immer, dann kann ich euch sagen, wenn ihr gedacht habt, dass der Eisbär zum Beispiel dafür verantwortlich ist, liegt ihr leider falsch. Wenn ihr euch nur selbst. Da ist er. Wie stört das Chance, durch diese Chance, weil man wohl auch noch gegen andere Viecher kämpft. Schön. Wo kommst du denn her? Hier kriegt man wieder mal die Welt. Das ist schön. Bäume kriegt man nicht kaputt. Nur die anderen Sachen. Oh, komm zu mir. Ihr seid ja so starke Gegner. Oh, der eine lernt dazu. Kick. What you got for me? Leder. Overkill. Heißt das eigentlich, wie viel man mehr Schaden gemacht hat, als er zuletzt lebt? Aber wenn ich ihm danach mehr Schaden mache, macht ihm das auch nicht. Nein! Ach, komm mal, komm. Ekelhaft. So. Dafür mache ich jetzt eigentlich den Kaputt. Haben wir jetzt davon. Das wird auch kaputt gemacht. Ab in die nächsten Höhlen. Alles kaputt schlagen. Ich hab keinen Bock mehr auf das scheiß Volk da, ey. Scheiß Kobolde. Ja, das kann ja nicht wahr sein. Hier. Unsterblicher Kobold.
Nein, ich hab den Angriff dennoch gemacht. So, ein Sterblicher ist anscheinend doch nicht. Was muss ich machen? Rechte Maustaste. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, das sieht für mich nicht nach Hinrichten aus. Ich hab den Bot kaputt gemacht. Ich krieg wieder Schaden. Wieso nicht? Auch Fallschaden zählt dazu. Blöpp. Lebenspunkte. Ja, ist was Schönes so, Lebenspunkte. Muss man mal sagen, also. Ohne die sähe das ziemlich düster aus. In den meisten Spielen. Overkill 9. Finish him. Macht ihr nicht mal das hier? Komm. Es geht doch. Nochmal. Und wie will der dadurch aber nicht sterben? Immer nur durch diesen komischen Sturmangriff, so nenne ich ihn halt, hat er irgendwie Lust dazu. Das Item preiszugeben. Hui, und wir kommen hier wieder zu der Arena. So, erstmal wieder in die Fernkämpfe. Schon wieder, du Scheißvieh. Nee, aufgeben will ich noch nicht. Wo kann ich das denn nachschauen? Hä? Herzhund. Einfach abschließen. Ich muss doch irgendwie nachsehen, wofür ich den Bonus kriege. Auch gar nicht mal so schlecht aus. Besiege listige Entuch. Ob Eto noch jetzt der Name ist oder irgendein. Ja, tut mir leid, dass ich so viel am Gähnen bin, aber wir haben es gerade nochmal auch 2 Uhr aus. Ach, ich hätte den mit irgendeinem
werfen müssen. Ein Speer ist natürlich nicht irgendein Objekt. Oh, und ich habe den Ton wieder geglitscht. Verdammt. Ich glaube, wenn ich... hier diese Sprachtool benutze. Und erstatte Berichte. Okay. Wenn ich dieses Sprachtool nutze, also hier... Jetzt geht das auf einmal nicht mehr. Das Sprachtool scheint irgendwie nur in dem... Ach Quatsch, ich muss ja jetzt gar nicht dahin. Egal, ich rede trotzdem mal mit dir. Neues Kampftraining, ja, bla bla bla. Gut gemacht. Ja, jetzt kann ich den Ton bei mir auch wieder ein bisschen lauter stellen. Gut. AP haben wir leider nur 16. Etwas wenig. Erzähl Kirsty, dass du es geschafft hast. Ja, dann machen wir das mal. Es sei denn, sie spricht uns an, was ja genau auch passiert ist. Famose Invasion. Mangelhafte Vorräte abgeschlossen. Neue Story gelernt. Gut. Erzfeind. Belohnung 1,5k Gold. K steht für Kilo und Kilo steht daher für 1000. Schön. Nicht. Ich will neue Ausrüstung. Ich bin am Rumquäken. Famose Invasion. Sprich mit Autan. Welches Level bist du? 27. Hui. Habe ich hier noch ordentlich was zu lernen. Autan, mit dir will ich reden. Ein Kobold, bist du sicher? Ja, bla bla bla. Was mich gewinnt sich wieder ein? Ja, ich will Rache, ich will alle umbringen lassen. Ich gehöre zur königlichen Armee. Hier, westliche Eispassage. Kannst du jetzt auch was draus machen? Ein Ausdauertrank. Yeah. Drei Ausdauertränke sogar. So, jetzt drücke ich wieder nur wild wahllos rum. Südliche Sternklippen. Und mangelhafte Vorräte. Ja. Was kannst du dazu sagen? Stoff bringen. Stoff bringen. Irgendeinen Stoff, versteht sich. So. Was ist denn das? Sind das Gilden? Ich glaube leider nein. Erforschung. Ach stimmt, hier kann man ja nichts wählen. Und hier wird alles noch aufgebaut. Schön und gut. Prototyp. Anfängerseelenforscher. Alles klar. Machen wir wieder. Südliche, westliche. Hier gibt es ziemlich viel. Gewinne innerhalb von 6 Minuten. Ja, das ist nicht schwer. Besorge Kupfererz. Besorge Kriegsaxt. Besiege den schnellen Ekoloch. Hört sich auch gut schaffbar an, ne? Ah, das wird auch. Hinhauen, das wird funktionieren. Ganz bestimmt. So, ich muss hier mal wieder so ein bisschen Verwirrung stiften, damit ich weiß, wie ich den Ton bei mir jetzt einstellen kann. Wie zappelt. Interessant, wie die so die Physik Engine hinzugefügt haben. Yay. Und wie das Teil da irgendwie am Mast hängt.